Grüß euch. Überhaupt, was ich sagen über die freie Marktwirtschaft, ist die heute überhaupt noch zeitgemäß? Oder bedarf es heute Spielregeln für die Produktion und für den Markt? Spielregeln hat weltweit ein Unternehmen mit größtmöglichem Erfolg und beziehungsweise mit dem größten wirtschaftlichen Erfolg. Und das ist der Sport. Der Sport hat Spielregeln, weltweit, die sind gleich. Die sind überall gleich aufgestellt. Darum gibt es das heute den Sport, wo so viele Leute zuschauen und begeisterte Sportler daran auch sehr Geld verdienen, weil der Sport faire Spielregeln hat. Darum hat sich der Unabhängige Bauernverband auch Gedanken gemacht, wir brauchen in der Produktion auch Spielregeln. Und der Markt braucht genauso zeitgemäß auch Spielregeln. Derzeit wird in Rekordtempo so Regenwald abgeschlachtet in Südamerika und damit Soja importiert, genauso wie Palmöl, drin produziert und das nach Europa gebracht. Aus billigem Fettersatz. Ich glaube, es geht nicht auf die Zeit so weiter, dass wir Urwälder niederholzen und nebenbei glauben, wir müssen das Klima schützen. Der Urwald muss bestehen bleiben für die nächste Generation. Das ist die Lebensgrundlage. Wir für die Versorgungssicherheit in Europa brauchen Spielregeln. Das heißt, wir bauen Soja in Europa selber an, haben tierisches Fett als solches für die Ernährung zur Verfügung und das müssen wir nutzen für unsere Ernährung. Und das schützt auch zugleich das Klima. Wir brauchen Spielregeln für die Produktion, die einheitlich ist in Europa. Braucht der Markt Spielregeln? Sagt der unabhängige Bauernverband ja. Würde der Markt Milch mit 50 Cent einkaufen und er dürfte nur 100% aufschlagen, dann kann er die Milch nur mit 1 Euro verkaufen. Würde aber der Markt hergehen, aus einem Billigland Milch einkaufen, angenommen nur mit 20 Cent, und er dürfte nur 100% den Preisaufschlag machen, dann kann er sie verkaufen um 40 Cent. Damit hat der Handel nicht den großen Gewinn mehr und beziehungsweise es würde die Transportkosten sich nicht rendieren für das Unternehmen. Somit würde die Regionalität gefestigt, Arbeitsplätze gesichert, das Sozialgefüge ausgeglichen bzw. erhalten. Wir vom Unabhängigen Bauernverband verlangen Spielregeln für die Produktion, zum Schutze des Klimas und zum Schutze der Produktionssicherheit und der Ernährungssicherheit. Wir fordern auch vom Markt Spielregeln und für diese Spielregeln ist die Politik zuständig. Wir setzen uns ein für eine neue Agrarpolitik. Am 24.01.2021 bei der Landwirtschaftskammerwahl kannst du entscheiden, ob der UBV mit seinem Gedankengang für die Zukunft einen Beitrag macht für eine flächendeckende bäuerliche Landwirtschaft. Vielen Dank.